Hallo, hier ist Jan und willkommen zu Let's Play Tales of Symphonia. Beim letzten Mal sind wir hier in Tethiala gelandet und heute, ja, können wir Nourish nicht nehmen, aber heute möchten wir auf jeden Fall eigentlich nach Norden. Deswegen glaube ich, dass ich falsch laufe. Wir müssen anscheinend da lang und haben noch mehr Random Encounter, weil das ist immer das Beste, wenn man seinen Gegner mit Beast finisht, so wie ich das damals gegen Magnus gemacht habe. Es sieht einfach immer so super cool aus. Aber gut, Gegner, die sich freuen, ja, über die freue ich mich nicht. Merkt euch auf jeden Fall den Weg da drüben noch. Da kann es durchaus noch was anderes Interessantes geben. Noch mehr Skits. Ja, ne? Besonders zu mir. Ja, es ist kaum zu glauben, ne? Der hat seine Rolle anscheinend wirklich perfekt gespielt. Wir haben ihm das alle abgenommen. Ja, offensichtlich nicht. Ich meine, klar, wir wollten auch, dass die Welt gerettet wird, aber nicht auf diese Art und Weise. Aber gut, wir sind ja auch ziemlich im Dunkeln gewesen, ne? Aber schaut mal, was wir da vorne haben. Das sollte dann wohl mehr Tokio sein. Okay, wir haben einen neuen Gegner, dann können wir das dran lassen. Eigentlich ist das nur eine Subspecies von den Gegnern, die wir halt vorher schon mal hatten. Ne? So ist das halt in vielen RPGs, das darf man nicht vergessen. Selbst Final Fantasy oder Dragon Quest machen das Gleiche. Deswegen nicht wundern, dass wir immer mal wieder die gleichen Gegner haben. Nur in anderen Color Sprites mit anderen Elementen meistens noch. So, da ist der Große schon down. Och, Fledermaus. Komm, schnapp ihn dir. Sauber. Nicht zu schwer. Und Rain ist kurz vor dem Kraftschub. Von mir aus. Aber dann betreten wir doch mal Tokio. Ich denke mal, dafür haben wir heute definitiv Zeit. Yay. Königliche Stadt, mehr Tokio. Hier gibt's auch einiges zu tun. Was? Echt? Wieso das? Das ist wahr. Misoho. Misoho wurde... Die Leute wurden vertrieben, aber dennoch arbeitest du zusammen mit dem König von hier, ja? Wir sollen einen Brief abgeben. Okay. Alles klar. Aber ist es da nicht irgendwie gefährlich, wenn wir mit Colette hingehen? Ich meine, der König will Colette ja tot sein, ne? Okay. Ich meine, ich fände es wahrscheinlich effizienter, wenn du mitkommen würdest, aber... Okay. Bist du verlegen, China? Ach, ihr seid ja gemein. Ich mag China. Ja, vielleicht sehen wir sie wieder, vielleicht auch nicht. Okay. Ja, dann sagen wir mal nicht lebewohl, ne? Vielleicht sehen wir China nochmal wieder. Bis dann. Ah, finde ich schade. China war mein liebster Charakter, aber hey. Ja, der Tethiala ist echt verdammt riesig. Ich meine, wenn man das vergleicht, wie altbacken die Gebiete in Silverin sind, das sind alles Dörfer, ne? Wenn ihr in Berlin leben würdet, würde ich sagen, Silverin ist knapp C oder außerhalb des C-Bereichs, während anscheinend Tethiala Zentrum vom A-Bereich ist. Aber hey. Ich würde sagen, wir schauen uns diese Stadt doch mal genauer an. Nein, es gibt auch Hunde, oh mein Gott. Es gibt ja auch Menschen, Genius. Oh, Colette. Ja. Kennen wir den nicht? Wundervoll. Interessant. Seltsam, oder? Soll ich euch die verschiedenen Viertel beschreiben? Ah, nein, danke. Wir können das selber machen. Denn die Stadt ist eigentlich wirklich interessant und wird
immer mal wieder von uns von Interesse sein. Ich denke, so viel darf ich auch einfach nur schon mal sagen. Katze haben wir auch logischerweise und wir können hier auch Items kaufen. Wir haben nicht so viel Geld, das muss man auf jeden Fall in Betracht ziehen, aber schaut mal, jetzt können wir auch Zitrusgel und Ananasgel kaufen. Die machen das gleiche wie Apfel- und Orangengel, sind nur doppelt so effektiv. Die lohnen sich immens, allerdings haben wir gerade nicht unbedingt das Geld, aber ich kann mal schauen, ob wir ein paar Items haben, die wir loswerden können. Zum Beispiel, ja, nicht unbedingt feines Granulat, aber haben wir nicht, ja, wir haben ein paar Reißzähne zum Beispiel. Lassen wir ein paar Reißzähne liegen und ein paar Pelze liegen. Dann haben wir zumindest ein bisschen was an Basic-Zeug. So, ich meine, es ist besser als nichts. Und ja, Zitrusgel werde ich erstmal drauf verzichten. Hauptsache, wir haben noch ein paar mehr davon, alles klar. Denn ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, es gibt hier auch eine Menge an Waffen und Equipment, was wir auch nochmal inspizieren wollen, ne? Was machen wir noch? Aber ja, ich meine, wir können auch ein bisschen mit den Leuten reden. Heute haben wir wirklich Zeit. Schaut mal, selbst Kinder gibt's hier. Das Tor wird nachts geschlossen, also können wir nicht vor der Stadt spielen. Das ist teilweise gar nicht schlecht, weil ich meine, dann ist es natürlich deutlich sicherer. Das Problem ist nur, in der Nähe von Metokio gibt es keine andere Stadt. Das heißt, wenn man zu spät kommt, ja, dann sollte man gar nicht erst die Heimreise antreten, ne? Ja, wir sind noch nie in der Stadt gewesen. Ja. Du vielleicht noch? Zum Forschungs... okay, ich glaube, da haben wir im Moment aber noch nichts Relevantes zu tun. Deswegen, was vielleicht noch interessant ist, das kann ich schon mal zeigen, das ist aber im Moment wirklich noch nicht wichtig, ist hier dieser Bereich. Denn hier ist das Slumviertel. Sowas haben sie hier auch mit einbedacht, weil logischerweise gibt es natürlich auch Leute, die ärmer sind in Städten, wo viele Leute reich sind. Ne? Das gibt es überall. Aber hier gibt es im Moment noch nicht viel, was wir machen können. Ich kann nur schon mal sagen, dass es da auch eine interessante, wirklich interessante Sidequest gibt. Und die möchte ich später auch in Angriff nehmen. Aber, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe... ich habe das Spiel ein paar Mal gespielt. Schauen wir mal. Ja, ist echt monströs, wie es hier aussieht. Colette läuft einfach weiter. Wer bist du denn? Bam. Hey, watch it. Ja. Now, settle down, my darling honey. Und ich kann euch so viel sagen, bis ich die Stimme von dieser Person gehört habe. Auf dem Cover dachte ich, diese Person ist eine Frau. Das zum einen. Zum anderen, das Theme, was gerade spielt, klingt verdammt nach Karnevalsmusik, oder? Aber ich mag es. Das ist ziemlich cool. My little cool beauty. Are you hurt? Keine Reaktion. Well, Master Zelos himself has deigned to speak to this girl, and yet look how she acts! Just look at her. It's not even festival time and yet she's dressed up in an angel costume. How stupid are you? Can you believe the nerve of this hag? What did you say? Genus, let it go. She's obviously never looked in a mirror. Oh, Leute, what did you say? You're all behaving like children. Now, settle down. Are you upset, my little angel? You know, I bet you're as cute as a button when you smile. Oh, shit. Ah, Master Zelos! Hey, er hat sich gefangen. Whoa! Wow, that was a surprise. You sure are strong, my little angel. You certainly startled me. Well, who are you? Die no offense. But I'm not interested in talking to guys. Okay. Wie nett. I hate this guy already. Ja, Genus. Ooh, what's your name, beautiful? Give me your name and I'll give you mine. Das klingt nach Lloyd. Hey, you copied Lloyd. Now that I've heard someone else say it, it sounds kind of arrogant. Oh, my, you don't know me? Well, I guess I still have a ways to go. Oh, yes, of course. Well then, I'll see you again, my lovely lady, my cute little angel, and, you other people. Was war das denn für einer, ne? What an ass! He was grinning like an idiot the entire time! Ass. What's wrong with that guy? He had an X-Sphere on him. Mhm. What?
No way! So that's how he reacted so fast. Just who is that guy? Tja, mehr dazu ein bisschen später vielleicht, aber noch ein paar interessante Sachen, bevor wir überhaupt zum Königreich gehen. Wir haben ja wirklich ein bisschen was an Zeit, ne? Halb. Ja, ich trete nur auf Ritzen. Das hier wird später auch nochmal interessant. Ich kann euch schon mal sagen, hier ist ein Kolosseum. Man sieht es eigentlich schon von außen, ne? Kann ich aber sagen, dass es im Moment hier leider noch nichts zu tun gibt. Leider. Genau. Aber früh genug, und hier gibt es auch einen Safe Spot. Aber früher oder später werden wir da auch gegen Geld und Titel und Waffen in der Arena kämpfen können. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Jedenfalls hier haben wir den Waffenladen. Einiges an neuen Sachen. Und schaut mal, ist nicht wenig, was das nach oben geht. Das ist aber wahrscheinlich noch besser. Oh, der Damage ist gut. 3000 sollte ich wahrscheinlich auch zugreifen, ne? Ansonsten, wie sieht's denn bei dir aus? 4 Punkte Intelligenz. Ja, Angriff geht halt verdammt nach oben. Aber sorry, Genius, es lohnt sich für dich einfach nicht. Franziska, ob das ein Spoiler ist? Ich habe eine Cousine, die so heißt. Ah. Okay, wir können hier die Sachen auch noch schmieden. Aber im Endeffekt ist hier leider... Ah, das hier. Gut, das können wir nehmen. Gerne, Dankeschön. Ja, dafür haben wir nicht das Zeug. Dann würde ich sagen, kann ich auch noch die Waffe für Lloyd kaufen. Definitiv. Das Ogre-Ding. Und für Colette, wie viel stärker ist das denn? Ja, nimm das Ding. Nein, ich will eins. Danke, Colette. Eins reicht mir schon. Für euch beide. Jetzt her mit den neuen Waffen. Ihr könnt eigentlich auch an manchen Punkten altes Equipment gerne verkaufen. Man sollte es nur zumindest eine Weile aufheben, weil A, nimmt es nicht zu viel Inventarplatz weg. Also es ist, man kann alle Sachen behalten. Ich glaube nicht, dass es ein Limit gab, oder wenn, es ist verdammt hoch. Und als zweites weiß man nicht unbedingt, wie lange man Sachen noch schmieden kann. Aber ich sage mal, Sachen, die wir jetzt aus der alten Welt haben, die könnte man eigentlich schon verkaufen, weil dafür gibt es jetzt im Moment keinen Sinn mehr. So, ansonsten haben wir hier, ich glaube, eine dieser Handschuhe, die es hier gibt, die mochte ich sehr. Hier, diese hier, glaube ich. Denn die verstärken auch den Angriff, schaut euch das mal an. Die geben mir außerdem wirklich 50 Punkte in Schnitt und in Stechdamage. Die Dinger sind wahnsinnig gut. Ich möchte davon schon mal zwei kaufen. Die sind der Hammer. Das sind wahrscheinlich für eine lange Zeit meine liebsten Handschuhe im Spiel, weil sie einfach so ein... Es ist ein Abwehr-Equipment, was Angriff gibt. Ich meine, wie oft gibt es sowas, ne? Und ich glaube, wir können wirklich ein bisschen was an alten Sachen verkaufen. Ja, nicht den Eisenpanzer, aber hier Hartleder, Kettenhemd, Weichleder, Eisenschutz. Die ganzen Sachen können auf jeden Fall weg, weil die einfach nicht mehr von Bedeutung sind. Ich hab alles weg. Waffen genauso. Diese alten Waffen werden wir nicht mehr brauchen. Sinclair vielleicht, aber hier diese ganzen anderen Sachen definitiv nicht. Ah, wir haben einen Eisring gefunden. Ha, gut, dass ich den vorher nicht gekauft habe, ne? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Erdkarte, Wasserkarte, Stahlschwert, alles weg. Dann können wir nämlich noch ein bisschen mehr kaufen. Ist hin und wieder wirklich gar nicht so verkehrt, weil ich meine, 10.000 und den habe ich nicht. Dann wäre mir der vielleicht, nee, du hast den anderen noch. Moment. Ich mache das mal kurz ganz langsam. Für Colette erstmal. Habe ich nicht für Colette eben was gekauft? Nee, habe ich nicht, okay. Aber ich habe für dich, na, das bringt aber auch nicht so viel im Vergleich. Aber die Hände, genau, die sind super. Die sind der Hammer. Und für dich, gut, dann hast du die ja schon. Ich meine, klar, man kann natürlich sagen, der physische Angriff hoch, wenn er halt mal vorne angreift, bringt dann auch was, ne? Ich meine, es bringt ja nicht gar nichts. Und die bringen Glück. 5 Punkte Verteidigung, 3 Punkte für dich. Für dich ist das nicht so sinnvoll. Naja, aber wir können für Rain und Colette vielleicht eins nehmen. Bringt dir das was? Bringt dir auch was? Ja, ich habe tatsächlich nicht, ich bin hier nicht so mit Listen ausgestattet, wie es in Garandia damals war. Da wusste ich viel, oder in Final Fantasy 13, wo ich eigentlich immer wusste, was ich an Equipment haben will. Immer. Aber naja. Ist, denke ich, okay. Wir haben heute wirklich genug Overtime für jegliches anderes. Da ist das, denke ich, nicht so wild. Und ja, du verlierst 20 Punkte an Glück, aber das ist gar nicht so schlimm. Ich meine, das Glück in Tessos Symphonia auch den Crit-Schaden reguliert. Meine ich zumindest, so wie in Final Fantasy X. Noch eine Ähnlichkeit, ne? Aber gut, wir haben noch 11 Minuten. Gut, dann gehen wir doch direkt zum König.
Wer seid ihr? Ja, wir möchten den König sprechen. Aber warum nicht? Wir müssen sofort. Okay. Okay, wir sollen dem Priester im Tempel darum beten, dass es ihm schnell wieder besser geht. Na, haben wir anscheinend nichts Besseres zu tun. Dann gehen wir halt zum Tempel. Ich meine, wir können natürlich auch China suchen, aber wer weiß, wo Misoho ist. Hey, hey, hey. Es ist der größte Tempel in Tethiala. Dann gehen wir mal rein. Es sieht aber eigentlich kleiner aus als in Palma Costa, ne? Und übrigens, ich muss auch hier bald mal suchen, wo in der Stadt der Wunderkoch ist. Ich habe eine Liste dafür, aber machen wir später. Hey, hey. Was denn? Presea? Was bist du denn? Der Blick? Echt? Mhm. Genius? Der Auserwählte und der Patriarch werden von seiner Majestät beten und die Hilfe Mortels erflehen. Mhm. Okay. Na, was hat Leute für einen Plan? Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, ne? Genau. Naja, wir unterstützen einfach diese Perseo, ja. Ein toller Plan, das machen wir. Da ist Genius sofort dabei. Hat er etwas für die Kleine übrig? Ich meine, warum nicht? Ist ja anscheinend doch im gleichen Alter. Well then, now let you get to work. The sacred wood goes to Altamira. You can do it after your current job is done. Understood. The plan is right on schedule. So eine traurige Mucke. Rodile. Den Namen hatten wir doch schon ein paar Mal gehört. Hey, hang on a sec. Presea. Could we have a moment of your time? I'm Lloyd. This is Colette and Rain and I'm Genius. Ja, ja. Why are you all flushed? Would you let us help you carry the sacred wood? Wait. What the? I'm sorry. I know this is a bit strange, but please hear us out. The truth is, we have a letter we wish to give to the king. Our friend's life depends on it. But we have a problem because the king is sick and refuses to see anyone. It would really help us out if we could carry it for you. Bitte. Are you listening? Understood. And die redet auch nicht so viel, hm? Presea, please carry that. Oh, okay. Okay, leave it to us. Na dann. Oh my. Wait a minute. Yeah, this thing is heavy. Man darf nicht vergessen, die wollten es heben und sie zieht es nur. Ja, ziehen wird schon ein bisschen leichter sein, aber. Aber trotzdem. Das war gerade irgendwie ein bisschen armselig, ne? Bisschen sehr armselig, aber vielleicht dürfen wir trotzdem helfen. Mhm, wir sind dabei, auch wenn Perseo das eigentlich alleine ziehen kann, ne? Heute ist ein besonderer Tag. Mensch, sie macht einfach mit. Und sei ziemlich nett von ihr. Ich meine, sie kennt uns nicht mal. Aber hey, wir sind dran. Es muss in Ordnung sein. Ja, wenn jemand, der nicht viel redet, etwas sagt, dann wird schon stimmen. Lasst es hier. Ganz unauffällig. Genau, können wir dich kidnappen, Presea? Presea hat sich der Gruppe angeschlossen.
Ja, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, für wen die Franziska Axe gewesen wäre, ne? Die hat sie aber schon. Aber ja, Perseia ist jetzt Teil unserer Gruppe. Und Perseia ist, würde ich sagen, wenn sie jemanden ähnlich ist, dann ist das Lloyd, weil Perseia kann auch nur physischen Nahkampf. Wir können sie auch ruhig mal reinnehmen und dann kann sie in nächster Zeit mal ein bisschen mitkämpfen. Ich werde sie ein bisschen später ausrüsten. Eigentlich müsste ich jetzt noch ein bisschen Leftover-Equipment haben für dich, oder? Ja, sie teilt sich übrigens Equipment mit Colette. Und sie ist auch der Grund, weswegen ich die Eisenklauen genommen habe. Ihr seht schon, weil sie ist der zweite Charakter, der die nehmen kann. Deswegen, Perseia macht eigentlich, glaube ich, also ich meine, ich könnte jetzt auch daneben liegen, aber ich glaube, der Base-Damage, den Perseia machen kann oder den sie raushauen kann, sollte vielleicht sogar höher sein als der von Lloyd. Das ist zumindest sehr ebenbürtig zwischen den beiden. Na, dann beschützen wir das Schloss. Alles klar, wir suchen den König. Wo finden wir den denn? Wahrscheinlich im schönsten Gemach von allen. Vielleicht hier drüben? Bubenzimmer, Gästezimmer, ja, das ist auch ein wichtiges Zimmer, aber das brauchen wir nicht heute. Ist hier nicht irgendwo was? Ja, doch, hier lang. Hier müssten wir richtig sein. Königliche Gemächer, na dann gehen wir doch mal rein. Mhm. Na dann prüf das mal. Tut mir wirklich leid. Ach, Lloyd, selber ein bisschen denn so drauf. Du schon wieder. Auserwählter? Das ist der Auserwählte. Wer hätte das gedacht? Tethiala ist Auserwählter. Ja? Das klingt fies. Aber die leben hier auf jeden Fall deutlich besser als wir, ne? Von China. Ah, du kennst China auch? Der sieht aus wie Jesus, der König. Na klar. Bitteschön. Cool, wir gehen zurück ins Popozimmer. Alles klar, dann will der König anscheinend sich ein bisschen Zeit nehmen und den Brief lesen, ne? Aha, das wäre nicht so cool. Wäre fies, wenn sie Perseia einfach mit umbringen würden, wenn sie uns töten, ne? Da ist der Patriarch und Zelos. Ja. Aber sie kann doch eh gerade nichts tun. Echt? Sie wollen uns also wirklich töten, ne? Na, versuch das mal. Keine Chance. Colette ist gerade unzerstörbar. Ja, ein Handel klingt doch gar nicht schlecht. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, was ihr vorhat, ne? Genau. Colette, weil sie als Engel wiedergeboren wurde, um Sylvan zu retten. Aber wenn sie kein Engel wird, wird Sylvan auch nicht gerettet. Genau. Denn wenn ihr Colette wieder in ihren Normalzustand versetzt, dann kann sie nicht zum Engel werden. Ja, anscheinend. Das ist mir egal. Echt? Ja, das ist wohl wahr, ne? Wie wir Sylvan retten, können wir auch später nochmal schauen. Ich bin dafür. Ja, in solchen Fällen haben wir keine andere Wahl, ne? Eben, wir können nicht jedes Mal unsere Meinung ändern, weil wir beides in Richtung korrekt stellen wollen. Das geht einfach nicht. Machen wir das, aber wie soll das aussehen? Das ist wohl wahr, ne? Du kommst mit? Nur unter der Aufsicht des Auserwählten. Im Tempel von Mattel, okay. Und ihr Knechte. Er ist nett zu Frauen, aber Männer mag er nicht. Zelos hat sein sehr eigenes Wesen.
Aber mehr zu ihm, denke ich mal, im nächsten Part definitiv. Aber ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen gespoilert ist, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich sehr wohl vorstellen, dass Zelos sich der Gruppe anschließen wird, wenn er schon mitgeht. Ich meine, er war schon mit einem Schwert ausgerüstet, ne? Deswegen, Zelos wird also anscheinend unser nächster Charakter werden. Aber, na doch, den können wir eigentlich jetzt schon holen. Wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Ich dachte eigentlich, ich mache jetzt schon den Schnitt. Aber dann holen wir ihn doch erstmal noch. Hey, hey, Zelos. Wieder mit seiner Karnevalsmucke. Zelos, right? Yep, I'm the great Zelos Wilder, but you can just call me Zelos. We're gonna be traveling together for a while, so let's be friends, okay? Mm-hmm. He sounds like he doesn't take anything seriously. Okay. Let's see. Putting aside the two guys, this gorgeous beauty is Rain, right? Okay. And then this cool cutie here would be Colette. And then who's this little one? Persea. She helped us cool sneak cutie. Into the castle. The little one isn't from Silverant? Ozette. Ozette? That village out in the boonda... I mean, out in the forest? Oh, that's so sad. You're being used by these uncivilized barbarians. Who are you calling uncivilized barbarians? Wie bitte? Hey, 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 don't get mad. Especially after all the trouble I went through to contact the Imperial Research Academy for you. Not bad, Zelos. I know. Using the Research Academy requires permission from the king. Not mine. But when the great Zelos speaks, his majesty listens. Since you're going to be keeping tabs on us, I'd certainly expect that much. You're an obnoxious brat, you know that? Going to the Imperial Research Academy is fine. But can we have you free, Persea? Surely you don't need to keep tabs on her as well. No. The Imperial Research Academy and Ozette are both on the continent across the sea. So we can just drop her off when we go. I agree. Oh, that's okay. A great idea. Is that okay with you, Persea? Yes. Okay then. Where should we go? To Cyback. Okay, it's on perfect. The other side of the Grand Tete Alla Bridge. It's northeast of here. The Imperial Research Academy. Ja, ja, Leute. Bleibt mal excited. Ja, yep, und Zelos hat sich angeschlossen. Und kleiner Spoiler nochmal. Zelos im Kampf, wem er am ähnlichsten ist, das wäre Kratos. Er hat auch ein Schild, er hat auch ein Schwert. Er hat auch die Möglichkeiten, mittelstarke Attacken einzusetzen, Casts einzusetzen und zu heilen. Das heißt, er ist quasi wirklich ein Kratos-Ersatz. Ziemlich 1:1 und auch der Charakter, den Nummer 2 hauptsächlich spielen würde. Aber ich denke, das ist ein super Punkt, um einen Schnitt zu machen. Und weiter geht's dann beim nächsten Mal in Let's Play Tales of Symphonia. Ich bin Zion und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin.